Ja, Philipp. Ich möchte euch gleich mal was zeigen. Ich musste jetzt erst eine Zigarette rauchen, nehme ich abreagieren. Ich will dir jetzt mal was anderem Ford, einem Challenger zeigen. Einfach Katastrophe. Ich weiß nicht, wie man so was bauen kann. Echt nicht. Katastrophe. So, bin ja wieder. Wir haben uns ja letztens über den Iveco aufgeregt. Heute reden wir über den Ford auf. Guckt euch diesen Shit an. Echt. Der Kunde kommt, Kühlschrank läuft nicht mehr über Landstrom, über 12 Volt. Und Starterbatterie im Display fehlt. Kann ja passieren, ist nicht schlimm. So, Atmen, Start, Stopp, Automatik, alles. So, haben wir gemessen. War relativ zügig klar, weil wir sind ja Profis da drin, dass die Startbatterie, Verbindung zwischen dem Aufbau und der Startbatterie, Sicherung kaputt ist oder ähnliches. So, Stefan gesagt, komm, wir gucken eben, wir messen an der Startbatterie. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da sitzt der Verteiler, ne? Hier kommt die Abdeckung vor, ne? So. Dann kommt hier die Wanne rein, wo die Batterie drin steht. Dann kommt hier noch ein Brett und ein Haltekreuz vor. Und dann der Sitzlauf. Das heißt, wenn der Kunde mal eine Sicherung kaputt hat, muss der Sitz raus, muss die Startbatterie ausgebaut werden. Die muss, wenn du Pech hast, wenn der Sitz raus ist, nachher noch neu angelernt werden. Ja, wir haben ein OBD, aber das haben nicht alle. Und vor allem nicht jemand, der im Urlaub ist, unterwegs ist. Der braucht das nicht machen, der kann das nicht machen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder die Batterie abklemmen. Batterie raus, dann können wir das hier alles wieder zusammen machen. Kabelbinde, alles wieder dran. Die Wanne einbauen, festmachen. Die Batterie einbauen, festmachen. Den Rest nehme ich, glaube ich, um eine Sicherung zu tauschen. Das ist einfach eine Frechheit. Musst du den Sitz ausbauen, die Batterie ausbauen, allen ausbauen, damit du an einem Sicherungskasten kannst. Wie kann man da unten einen Sicherungskasten reinmachen? Wie kann man so bescheuert sein, hinter der Batterie und links den Sicherungskasten machen, wo die Leistungssicherung abgehen? Das wäre für mich ein Grund, so ein Auto nicht zu kaufen. Wirklich. Kann mich nur drüber aufregen wieder. Guck mal, das nächste, Philipp. 10 Minuten weiter, jetzt ist die Batterie und der Batteriekasten schon wieder dran. Die Sicherungen sind alle wieder verbaut. Also wenn man jetzt tauschen muss, wieder alles ausbauen. Ne? Jetzt sagt der Stefan gerade, ist Topmann. So, guck mal hier. Das baut Ford original hier am Berg. Ne? Ist wirklich Mist. Guck dir das mal an. Hier liegt ein dickes Kabel. Das ist das einzige Verbindungskabel. Hier läuft Lichtmaschine, Strom, hier läuft alles drüber. Das schrabbelt hier an den Metalldingen. Wir machen da jetzt einen Schutzrohr drüber. Weil ich gebe so ein Auto nicht raus, weil können andere Hersteller machen und Produzenten und was für sich. Aber so kannst du nicht ein Auto ausgeben. Hier schrabbelt er, das geht 3 Jahre gut, dann gibt der große Knall, der Sitz fliegt aus der Karre raus und alles ist im Eimer. Was sollte denn? Wir sollen vernünftig bauen. Und wahrscheinlich ist es noch nicht mal am Werk vom Autohersteller gewesen, sondern vom Aufbauhersteller, die ja alles wieder umgefrickelt haben. So, weiter geht's. Guck mal hier. Jetzt kann hier wieder die Abdeckung drauf. Ich glaube, so rum war das. Ich kann mich darüber aufregen. Das kann doch nicht. Wir haben das Werkzeug, wir haben den OBD, wir können das machen. Für uns ist das hier Kindergeburtstag. Aber es ist doch wohl eine Frechheit, sowas an den Kunden auszuliefern. Plastikmist hier schon wieder sehe. An einem Kunden auszuliefern und zu sagen, ey Kunde, musst du Sitz ausbauen, Batterie ausbauen, da kannst du mal eben die Sicherung nachmessen. Was soll so ein Mist? Was soll so ein Schrott? Echt? Ich kann mich ja nur wieder stundenlang drüber aufregen. Florian, regst du nicht drüber? Doch, ich reg mich da drüber. Das ist scheiße. So, fertig. Wir bauen das jetzt zusammen. Der Kunde ist happy, der kann weiter in Urlaub fahren. Im Express-Service geholfen und noch geschützt, weil das hält jetzt wieder 100 Jahre mit dem Leerrohr, was wir da machen. Nicht so ein Mist alles immer. Ja, Philipp, ich bin schon wieder in Rauch. Ich habe mich gerade so in Rage aufgeregt. Ich muss ja deshalb Zigarette haben. Das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Wie kann man so einen Mist bauen? Da kann ich mich nur darüber aufregen. Das ist einfach, ich finde es schon fahrlässig oder ich weiß nicht. Ich kann mich da echt nur noch, ja, ist fertig. Kunde kann weiter in Urlaub fahren, das ist das Wichtigste. Ich raus Zigarette, dann geht weiter. Aber da kann mich so drüber aufnehmen, wenn man so einen Schrott bauen kann. Ja, in diesem Sinne, Daumen hoch, weiter geht's. Tschüss.